Das Kaninchen Archimedes. Das Kaninchen Archimedes war so frech und asozial und jedes Taktes war, dass es auf Gräbern saß und die Blätter frischer Tulpen fraß. Schon sehr früh kam es dahinter, dass der Friedhof selbst im Winter üppiger als manche Frühlingswiese Blümchen bietet und Gemüse. Neben Onkel Julius und dein Sohn als letzter Gruß saß und fraß es zwischen Schleifen, ohne etwas zu begreifen. Und so wurde Archimedes trotz des mahnenden Geredes älterer Kaninchenböcke stärkster Bock in seiner Hecke. Daraus folgt nichts, doch es soll gern, wer das braucht, sich was draus folgern.